So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Da ist der Hannes. Moin. Guckt ihn euch an. Es ist der letzte Tag mit Hannes. Hannes wartet eigentlich auf den Zug. Der Zug fährt kurz nach 1 ab, 13 Uhr noch was. Heute ist aber auch Raid Boss Wechsel. Und es ist wie immer, wenn Raid Boss Wechsel ist, der erste Raid nach 11 Uhr wird gemacht. 11.10 Uhr, siehst einen Raid, gehst hin, machst einen Raid, fertig, passt. Immer wenn Hannes da ist und wir 13 Uhr zum Zug müssen, ab 11 Uhr der Raid-Boss-Wechsel ist, geht man ja von aus, wir haben Zeit, machen gemütlich den Raid und das passt. Was ist? Es geht permanent nichts auf, es ist nichts erschienen, die ganze Zeit beim letzten Mal schon so. Da stand ich dann alleine da, Hannes war dann schon weg, ich musste danach immer noch warten und einen Raid suchen. Hat also nicht gepasst zusammen. Diesmal passt das hoffentlich. Wir wollen jetzt aber erstmal einkaufen. Immer noch auf der Suche nach Gönnergy, das sollte eigentlich schon seit gestern da sein. Und die neuen Sorten noch ein Abschiedsbierchen vielleicht mitnehmen, dann vielleicht was zu essen zum Frühstück und dann halt auf der Suche nach einem Raid. Schaffen wir das vor 13 Uhr, das erfahrt ihr jetzt hier und heute. Hallo Hannes. Moin. Guck, der Bart ist schon wieder, Frost dran. Ja. Ist schon wieder so kalt, der hat eigentlich einen Bart wie ich, aber das ist jetzt alles Eis. Baby. So, ihr werdet es nicht glauben, aber wir haben es geschafft. Wir haben einen Raid gefunden. Der geht aber erst 12.31 Uhr auf und 13 Uhr fährt Hannes sein Zug. Normalerweise ist das die Arena Spielplatz am Hang. Wir sind jetzt hier auf so einer komischen Straße. Der Spielplatz am Hang ist irgendwo da hinten hinter dem Gebäude. Du kannst da aber nicht hochfahren, weil das eine Einbahnstraße ist. Wir müssen aber dorthin weiter, weil dort geht es zum Bahnhof. Und das ist immer noch der Hannes. Moin. Deswegen stehe ich jetzt einfach wie a Depp, a Sau-Depp stehe ich jetzt einfach hier. Möchte euch dann dort an den Zaun hängen. Möchten hier den Raid machen, dass wir dann direkt zum Bahnhof weiterfahren können und das alles schaffen. Und wollt ihr mal unseren Einkauf sehen, den wir jetzt haben? Hannes möchte sich noch hier einfach eine Spezi mitnehmen. Eine Spezi Zero finde ich absolut schrecklich, kann ich einfach nicht trinken. Hannes steht drauf. Hier haben wir einen Münchner Hell, auch Paulaner, der ist so Paulaner-Fan. Das nimmt er sich mit. Für uns zum Abschied heute gibt es Guinness, weil das ja angeblich Hannes sein Lieblingsbier ist. Also jeder trinkt ein Guinness zum Abschluss und dann habe ich jetzt gesehen, das sind doch die Gönnergy-Sorten. Das heißt, wir haben hier das komische Gönnergy mit Juneberry. Wir haben dann hier das Grüne. Ja, so das Grüne, ne? Also zack und dann haben wir hier nochmal das. Und mir fällt jetzt schon auf, die waren doch immer alle matt. Die Dosen, die sind jetzt so richtig blechern wieder. Da finde ich von den Farben her, fand ich die ersten drei in der Kollektion besser. Hier gibt es noch Essen. Ihr habt da jetzt hier ein schönes Mettbrötchen drin. Mettbrötchen mit Zwiebeln. Für jeden eins plus Mettbrötchen mit ohne Zwiebeln, mit ohne Mett, aber mit Eiern. Das ist wichtig. Also einfach ein Eierbrötchen. So, wenn ihr das euch angucken wollt, so sieht ein Eierbrötchen aus. Das ist jetzt unsere Hängersmahlzeit, bevor Hannes wieder geht. Das stopfen wir uns jetzt schnell alles rein, warten auf den Raid und dann Ahoi Brause, du. Warte mal, ich gebe dir mal das Ahoi Brause hier. Ich nehme mal, das durfte man doch eigentlich schütteln, oder? Weil da ist doch keine Kohlensäure drin. Nee, aber wenn der dann aufmacht, dann pff, wegen. Aber ich habe keine. Ich mache jetzt einfach. Ach Mann, jetzt. Hannes schüttelt es besser nicht. Selbst ohne Schütteln macht das hier irgendwie Faxen. Ja, aber deswegen der Kugel. Dabei ist es gar kein Faxe. Ich denke, die Kugel ist nur, wenn es rausläuft beim Trinken, perlt die auf. Ja, das auf jeden Fall. Prost, Hannes, für dich. Bis gleich im Raid. So. Seid ihr Guinness-Fans? Schreibt es in die Kommentare. Oh, ist das bitter auf einmal. So, wir haben uns jetzt hier niedergelassen, haben uns jetzt hier ein Plätzchen gesucht. Da wurde zwar ein Weg angezeichnet, die Karre steht jetzt hier mitten auf der Straße, da wurde ein Weg angezeichnet, dachtest du, das ist auch eine Straße. Dabei ging es nur um diese Treppe, weil diese Treppe führt da hoch und ganz zwischen den Blocks entlang, so ganz schmal, dass die Leute einfach da runterkommen, laufen über die Straße, hier ist eine Bushaltestelle. Und dann geht die Treppe hier auch noch mal weiter und führt euch noch mal die ganzen Berge herab bis da runter. Super genial. Hätte ich ein Skateboard dabei. Und eigentlich wollte ich mit euch hier sofort das Ding an den Zaun, aber dort strömt die ganze Zeit Gas aus. Da haben wir Schiss bekommen und haben jetzt gesehen, hier stehen einfach drei Bänke.
Und direkt hier an der Bushaltestelle, hier so eine kleine Grünfläche mit drei Bänken. Und das sieht so nice aus, dass wir das jetzt einfach hier machen. Also ich stelle euch jetzt irgendwie dahin. Ihr habt da wahrscheinlich da einen Hannes im Hintergrund rumhängen. Es ist auch noch eine Minute, bis der Raid losgeht. Ich möchte mal kurz hier den Raid zeigen, beziehungsweise in den Community-Tab. Ich habe nämlich auch gerade noch mal die Konterliste gepostet. Vielleicht schaffen wir es uns ja zu merken, wie der 100er Wert ist. Ich habe auch gerade nachgeguckt. Ich glaube, ich habe noch keinen Cresselia. Das müsste dann der Pokédex-Eintrag sein. Hier ist die Konterliste. Das Ding ist Psycho. Ihr nehmt also wieder Käfer, Unlicht oder Geist. Da müsste meine Despoda-Armee greifen mit Biss-Wirbler. Früher war es Biss-Knirscher, mittlerweile ist es Biss-Wirbler. Und 100er Werte sind 16, 33 und 20, 41. Gibt es natürlich als Shiny. Ist ein bisschen robuster, leider. Und wenn wir mal in die Raid-Gruppe gucken, um zu schauen, nicht, ob sich da hier noch jemand eingetragen hat. Geh mal auf die Raid-Gruppe, da habe ich den Raid auch wieder gepostet. Wieder mit Bild, mit Zeit, mit Code, mit allem drum und dran. Haben wir drei Leute, die wir einladen sollen, und zwar den X-Eim und Fire, den Kaiser Kai und die Shenaya. Und jetzt müsste der direkt aufgehen. So. Da ist mein zweiter freier täglicher Pass. Danke an Hubi Michi. Dank dir habe ich jetzt jeden Tag zwei freie Raid-Pässe, weil er mir das Xeno-Raid-Ticket geschenkt hat. Da wird aber auch nochmal ein kleines Video dazu kommen. Jetzt lade ich hier die drei Leute ein. Shenaya, Kaiser Kai, X-Eim und Fire. Hannes, wenn du kannst, kannst du auch noch einladen, wenn gerade jemand online ist. Nehmen wir mal hier den, was ist denn, Eigulf. Eigulf nehmen wir auch mit. Blond, Bart, Zockt, nehmen wir mal mit. Hier muss ich auch noch rein mit dem Samyang Bulldog-Account. Obwohl, eigentlich sind wir so viele Leute, mit dem müsste ich gar nicht mitmachen. Hannes ist drin. Hast du wen eingeladen? Sabrina spielt. Sabrina spielt. Robert 100er. Und noch Bisa-Fan e.V., die Elite der Elite. Hannes, der ist ja richtig verrückt. Guckt euch das an. Ich glaube, mit dem Samyang Bulldog-Account gehe ich wieder raus, weil ich eh keine Zeit habe, großartig zu fangen. Also gehe ich raus. Ich habe ja heute schon einen freien Pass verbraucht beim Samyang-Account. Ich habe nämlich noch einen Darkrai heute früh gemacht. Das heißt, der kommt weg. Und dann habe ich jetzt nur ein Handy, weil wir müssen ja nach dem Raid direkt los zum Bahnhof und müssen gucken, ob das irgendwie noch passt. Hier sehe ich jetzt keine Darkrai-Armee. Das sieht sowieso gerade irgendwie richtig kacke aus alles. Wo sind denn jetzt die Despo dahin? So, Despoda. Biss Knirscher. Sag mal, haben die mir den Account gemobst? Das sieht ja alles richtig komisch aus. BK Wirbler. Okay. Ach Mann, jetzt habe ich hinten noch den drin. Big hier, so. So muss das aussehen. Einfach eine Despoda-Armee. Kurz nochmal zum Hannes hin. Prost. Willst du mir das zeigen? Laptop. Gornix, genau. Ja, und dann warten, bis der Raid zu Ende ist, weil die anderen nicht kämpfen mehr. Ja, ich sehe ja nichts. War natürlich Spaß, wir sind ja wieder hier, wir drücken ja auch mit. Es ist ein Biertropfen auf dem Display. Vielleicht ist Geist ja irgendwie sogar ein bisschen besser, aber irgendwie die Geister sind doch meistens alle nur Glaskanonen, wenn du da so einen Gengar am Start hast. Das Despo da müsste doch ein bisschen mehr aushalten. Vielleicht liegt es aber auch wieder daran, was der Raid-Boss für eine Attacke hat. Und wenn das Ding sowieso Strauchler hat, ist das Despo da mit seinem Gesteinstyp ja wieder mega anfällig oder so. Aber wenn ich sehe, dass das da Absol reinpackt und ich mit einem Absol als Unlichtangreifer kämpfen soll, der bestimmt noch nicht mal Unlichtattacken hat, weil ich die nie geändert habe, den einfach immer so gelassen habe, dann würde ich doch lieber Despo da nehmen, der zwar schneller umfällt, aber der halt Wirbler hat. Und die Wirbler-Attacke ist halt sehr gut, deswegen Despo da Armee mit Biss und Wirbler muss schon da sein. Wer keine TMs hat, kann auch Biss-Knirscher lassen. Ich habe ja die
Gengar mit Spukball fällt halt gleich um, aber ist ja trotzdem macht Schaden. Es macht erstmal Schaden, das passt, das ist nützlich. Der hält aber eigentlich recht gut durch. Dein Gengar? Ja. Das Ding hier hält auch gut durch. Hier über 100 Sekunden muss man hier kämpfen mit 10 Mann, um das Cresselia zu besiegen. Das Gengar geht mit Cresselia unter. Hast du den 100er Wert gemerkt? 1633, genau. Oh. Auf Hannes ist Verlass. Jetzt müssen wir nur noch gucken, was es hat. Der Blood Moon ist auch aufgestiegen. Jetzt gucken wir mal hier drauf. Es ist kein Shiny. Es ist 2007. Okay, da bin ich raus. Es hat Wetterboost. Oh, und es ist wieder so ein Kräbel, der wieder nach links und rechts geht. Shiny. Wie Shiny? Shiny. Wie viel WP? 1971. Ist schon mal schlechter. Sehr gut, Hannes. Wollen wir zeigen, wie du deinen Shiny dann fängst? Ist schon drin. Okay. Ach, der Hannes. Der Hannes hat flinke Finger. Ne? Pass ja, auf. Gefühlt. Jetzt sitze ich hier blöd rum und muss warten, dass ich das fangen kann. Und ich hasse die, die immer nach links und rechts gehen. Hier ist ein Hannes sein Shiny, falls man es sieht. Wahrscheinlich sieht man es nicht so gut, egal. Das ist, ach, jetzt habe ich verpasst. Guck mal, der ist drin. Und das ist Hannes sein Shiny. Ist das das Thumbnail, weil man da einfach irgendwas gemacht hat? Und dann passt das schon. Jetzt haben wir den Pokédex-Eintrag noch. Pokédex-Eintrag ist auch da. 2007, 15 Angriff, aber insgesamt nur 2 Sterne. Also, naja, das ist nix. Hier ist ein Showcase, da kann man Mobile reinsetzen. Ich habe kein einziges Mobile. Blood Moon, beste Freunde, Grüße gehen raus. Dann würde ich sagen, habt ihr auch einen Cresselia heute gemacht oder wartet ihr auf die Rage-Stunde für die Strauchler-Attacke? Oder was macht ihr generell die Woche so? Morgen müsste dann das Seentrio dran sein. Donnerstag Heatran und Freitag habe ich Probleme mit Giratina, weil da müssen wir schon nach Gera fahren. Und wenn ich dann Raid in Gera mache, kann ich es wahrscheinlich das ganze Wochenende auch nicht hochladen, weil da wollte ich ja Urlaub machen und chillen. Keine Ahnung, wie ich es mache, überlege ich mir. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, euer Hannes. Pfirzeich. Oh, und pass auf, euer Guinness mit der Lustkugel drin. Joa.